Hi. In diesem Video geht es um die Frage, wie man durch Wahrnehmung ein besserer Mensch wird. Und es ist das letzte, vorerst letzte Video zu dem Thema Wahrnehmung, zu dieser Reihe, und die anderen Teile bzw. die Playlist dazu verlinke ich einmal hier unten in der Beschreibung. Dieses Video soll einerseits eine kurze Zusammenfassung sein und gleichzeitig noch ein paar Ergänzungen mit reinbringen. Also erstmal die Frage, wie wird man durch Wahrnehmung ein besserer Mensch? Ein paar Dinge habe ich ja schon in den vorherigen Videos erwähnt, nämlich: Seien Sie sich bewusst, dass Ihre Wahrnehmung höchst fehleranfällig ist. Seien Sie sich bewusst, dass Sie Dinge automatisch interpretieren, dass Sie sich also von dem, was Sie wahrnehmen, Geschichten erzählen und diese Geschichten für wahr halten. Seien Sie offen und mutig, sich die Wahrnehmung anderer anzuhören und auch die Interpretation von anderen anzuhören. Und dafür braucht man tatsächlich Mut, nämlich einzugestehen, dass man eben fehleranfällig ist und das, was man selbst glaubt, nicht unbedingt dem entspricht, was tatsächlich passiert ist. Und eine Ergänzung, um das Ganze auch nochmal abzurunden oder noch einen Aspekt mit reinzubringen: Gerade wenn es in Konflikten oder in Streits darum geht, wie denn irgendwas passiert ist, gibt es noch einen weiteren Teil, der das Ganze noch komplizierter macht oder noch dramatischer macht, nämlich, dass unsere Erinnerung ebenfalls höchst fehleranfällig ist. Das hat auch jeder schon mal erlebt, nämlich zum Beispiel: Ich bin mir sicher, dass ich meine Schlüssel hier und dort gelassen habe, aber da sind sie nicht. Also entweder hat sie jemand geklaut, aber häufig finden wir sie dann irgendwo anders wieder, so nach dem Motto, habe ich anscheinend doch getäuscht. Also wahrscheinlich waren sie schon mal von irgendwas überzeugt, dass das so ist, und hinterher hat sich aber herausgestellt, so ist es doch nicht. Und auch das wird meistens wieder relativ schnell vergessen. Weil das widerspricht halt dem, wie wir die Dinge gerne haben wollen. Wir wollen halt uns die Welt so machen, wie sie uns gefällt, wie Pippi Langstrumpf. Und dass unsere Erinnerung halt sehr anfällig für Fehler ist, ist mittlerweile auch ziemlich gut untersucht. Und dieses Wissen ist auch eingegangen, zum Beispiel in Gerichtsprozesse, so dass Zeugenaussagen viel weniger Gewicht beigemessen wird, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Nämlich, dass Menschen zum Beispiel als Zeugen vor Gericht irgendwas aussagen und schwören und selbst total sicher sind, dass derjenige der Täter gewesen ist. Aber es gibt 10 Zeugen und alle benennen einen anderen Täter oder beschreiben den anders. Auch das ist einwandfrei dokumentiert und wissenschaftlich nachgewiesen. Und um das Ganze noch etwas abgefahrener zu machen, gibt es sogar die Möglichkeit, anderen falsche Erinnerungen einzupflanzen. Und zwar nicht durch Hypnose, sondern indem man denen bestimmte Geschichten erzählt. Also sehr abgekürzt, will ich kurz schildern, wie das läuft. Zum Beispiel, in Amerika wurde das gemacht, da wurden Probanden interviewt und denen bestimmte Dinge erzählt und dann gefragt nach Erinnerungen aus der frühen Kindheit. Und diese Geschichten, die man mit denen bespricht, hat man vorher von den Eltern. Also hat die gefragt, so: Mensch, was ist denn, als ihr jetzt erwachsenes Kind klein war, was sind denn da für Dinge so passiert? Und dann bespricht man mit denen zum Beispiel: Ja, Mensch, sie waren noch damals, als sie 5 waren, waren sie im Urlaub hier und da. Und erzählen Sie nochmal, was können Sie davon erinnern? Und dann rufen die Menschen halt, die dann interviewt werden, bestimmte Bilder wieder hoch und erinnern sich dann daran und man tauscht sich darüber aus. Und irgendwann, nachdem man das ein bisschen gemacht hat und Vertrauen zu dem Psychologen, der dieses Interview führt, aufgebaut hat, streut der eine falsche Erinnerung ein. Nämlich etwas sinngemäß, in Amerika war es dann so, dass die sagten: Mensch, und als sie 6 Jahre alt gewesen sind, waren sie mit ihren Eltern in Disneyland und da hatten sie total Angst vor der, da laufen ja diese Figuren immer rum, ne? Und da hatten sie total Angst vor Bugs Bunny und sind dann irgendwie verloren gegangen. Sind dann weggelaufen, verloren gegangen, und ihre Eltern mussten sie dann aufrufen lassen und dann haben sie das wiedergefunden. Und die meisten haben natürlich dann erstmal kurz skeptisch geguckt und dann auch gedacht, so von wie: Mensch, nee, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Und dann hat man ihnen noch ein paar mehr Sachen erzählt, gucken Sie mal, dann ist das passiert, und dann waren sie erst irgendwie, das hat wohl irgendwie eine halbe Stunde gedauert, und erzählen halt immer mehr erfundene Geschichten. Und die meisten Probanden konnten sich dann, haben dann gedacht, von ja, stimmt doch, da kommt irgendwie eine Erinnerung, genau, verloren gegangen, ja, so muss das wohl gewesen sein. Und bringen dann selbst Dinge, wie das wohl gewesen sein muss, obwohl es nicht stattgefunden hat. Und wenn man denen dann hinterher sagt, passen Sie auf,
Das war übrigens keine reelle Erinnerung, sondern das habe ich Ihnen gerade erzählt, glauben die das nicht. Das heißt, wenn man denen sagt, das war erfunden, sagen die, nee, nee, daran kann ich mich doch erinnern, weiß ich doch genau. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber jetzt kann ich mich erinnern und das ist passiert und erzählen vielleicht noch weitere Dinge, um das auszuschmücken. Bis man denen dann eröffnet, das kann nicht stimmen, weil ich habe mir erzählt, dass sie vor Bugs Bunny weggelaufen sind und Bugs Bunny gibt es nicht in Disneyland, der gehört zum Warner Brothers Konzern. Und dann waren die Leute natürlich entsprechend erschüttert. Auch das passiert nicht mit allen Menschen, also es geht nicht mit allen, aber mit einer erstaunlich hohen Anzahl. Und auch da gibt es noch weitere Experimente zu, wie wir glauben, etwas erlebt zu haben, was so gar nicht stattgefunden hat. Und wenn man das jetzt alles zusammenbringt, nämlich unsere Wahrnehmung ist fehleranfällig, was wir aber nicht auf dem Schirm haben, wir glauben, wir sehen alles, unsere Interpretation ist ebenfalls fehleranfällig, auch das haben wir überhaupt nicht auf dem Schirm, sondern das, was wir interpretieren, das muss so stimmen. Und wenn das was ist, was vor ein paar Tagen passiert ist oder halt selbst wenn es vor ein paar Minuten passiert ist oder am besten noch vor ein paar Jahren, ich bin mir ganz sicher, dass das so gewesen ist, obwohl unsere Erinnerung nachweislich unglaublich fehleranfällig ist. Idealerweise sollte sie dieses Wissen auch, also einerseits finde ich es ziemlich interessant und auch irgendwie erschütternd, aber dieses Wissen sollte sie ein bisschen toleranter machen für andere Meinungen. Und mehr der Möglichkeit eröffnen, dass sie sich möglicherweise in vielen Dingen täuschen können. Und die Schärfe aus mehreren Konflikten rausnehmen. Denn wenn sie sich das nächste Mal zum Beispiel selbst sagen hören, ich bin mir ganz sicher, dass das so gewesen ist, weil ich war dabei und ich habe es gesehen und ich habe es erlebt, dann denken sie bitte an diese Videoreihe und an dieses letzte Video. Nee, das, selbst wenn das so ist, das mag stimmen, ja. Durchaus möglich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht stimmt, ist auch erschreckend hoch. Und Sie sollten das zumindest in Betracht ziehen. Denn wenn wir Menschen alle immer auf unserem Recht beharren und auf unserer Meinung, dass das die richtige ist, machen wir die Welt halt eher zu einem schlechteren Ort und verhindern auch unser eigenes Wachstum. Denn gerade die Dinge, die wir nicht sehen wollen und nicht hören wollen, haben ein ziemlich großes Potenzial dazu, uns als Menschen voranzubringen. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Eine Sache noch. Ich habe ein Video, was ich vor längerer Zeit aufgenommen habe, was auch noch hier gut reinpasst und was ich im Seminar zum Beispiel häufig dann mit einbaue in das Thema Wahrnehmung, nämlich die emotionale Reaktionskette. Was ich hier auch nochmal in die Beschreibung reintun werde und nochmal in eine von den beiden Ecken hier verlinken werde, weil das auch nochmal beschreibt, wie der Ablauf ist von dem, was ich sehe, also von dem, was ich wahrnehme, wie ich das interpretiere und vor allen Dingen, was das dann für einen Einfluss auf unser Leben hat. Ich tue es auch nochmal in diese Playlist mit rein. Also nicht nur den Einfluss auf unser Leben, sondern konkreter den Einfluss auf unsere Emotionen und auf unsere Reaktionen. Nämlich, dass häufig gesagt wird, ja, irgendwas passiert und meine emotionale Reaktion ist ja davon auf jeden Fall abhängig. Was natürlich zum Teil stimmt, aber eben halt auch bestimmt wird durch unsere Wahrnehmung und durch unsere Interpretation. Gut, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn Sie Fragen haben oder eigene interessante Geschichten dazu erzählen wollen, schreiben Sie es in die Kommentare oder schreiben Sie mir eine Mail. Geben Sie dem Video auch den Daumen nach oben. Das hilft immer, dass die Videos mehr geteilt und angesehen werden. Bis zum nächsten Video. Alles Gute.